Okay, Exposure ist ja auch egal. Ach, das war das. Ich erinnere mich an dieses Level. Und ich erinnere mich, dass es ursprünglich insofern einfacher war, als dass kein Wasser da war. Durch das man die ganze Zeit gehört wurde. Ich meine, manchmal sagt man sich, erhöre mich doch bitte. Aber nicht immer. Nein, 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 nicht immer. Häufig will man nicht gehört werden. So. Bin drauf gespannt, wie manche der anderen späteren Level umgesetzt werden in der hellen Welt. Es gab jetzt zum Beispiel das eine, wo alles irgendwie spiralig war. Also, mit spiralig meine ich, es war alles nach einer Spirale angeordnet. Obviously. Oh. Nein, nicht dahin. Anders dahin. Nicht hierhin, nicht hierhin. Ah, oh, ich hab's fast vergessen. Ich will, dass sie da hinten wieder reinkommen. Soll hier in den Eingangsbereich einfach gehen. In den Eingangsbereich, da wo ich angefangen habe. Started from the bottom, now I'm here. So. Erneut versuchen. Ich kann jetzt wahrscheinlich auch laut gehen, weil es einfach nicht so weit hörbar ist. So, jetzt muss der hier hin. Jetzt da hinten hin. Na, genau. Genau so. Brav. Und jetzt muss ich hier hin. So. Ja, und das haben jetzt auch beide gehört. Gut. Ich hatte Angst, dass sonst vielleicht nur einer das hört und das wäre blöd gewesen. So, dann mache ich mich jetzt an die andere Seite. Nicht so weit gehen. Sag mal, bin ich denn hier? Ach, hier bin ich. Was ist denn hier in der Mitte noch? Okay, Wand ist da. I wonder why. Ich hab nicht. Also es war, glaube ich, alles wie so ein Viereck angelegt. Viereck, wie so ein. Also es war alles in so einem. So viermal angelegt. Weiß sie wachsen so. Genau. So, den hier. Hallo? Gehst du weg? Genau. Genau dahin. Nicht so weit. Jetzt dahin. Da hinten hin. Ich frage mich, warum sieht das hier so komisch aus gerade? Hä? War das schon immer so? Ach so, ist das da drin vielleicht der mein Zielort, mein Zielpunkt? Und es wird erst frei, wenn ich alle Hebel betätige. Habe. Hat niemand von denen gehört, oder? Genau. Ah, und da ist jetzt aber natürlich ein Gegner. Die muss ich jetzt einfach wieder ablenken.
Donnerstagnachmittag und alle gehen zocken. So. Ach, ich muss hier nicht mal unbedingt durchs Wasser durch. Klappt auch so. Hinterhalt. Schön, wenn man vorher schon drauf hingewiesen wird. Stimmt, ich erinnere mich, dass das so abgelaufen ist beim letzten Mal. Das ist vielleicht nicht das Allerglückste zu erledigen. Ich möchte, dass alle in einer Ecke sind, damit ich gefahrenlos in der Gegenecke durch diese hier mich bewegen kann. Da kann was brummt hier, so ist meine Kaffeemaschine. Das war nicht klug, war aber auch nicht der Weg zum Ziel. Insofern war es auch egal. Dinge, die nicht der Weg zum Ziel sind und die nicht funktionieren, sind meistens egal. Und ich sehe da unten einen gelben Knopf. Ich nehme Teddybär mit dem Knopf im Ohr. Dass hier teilweise die Gegner nichts hören, weil sie sich gegenseitig im Weg stehen. Es ist deswegen nämlich gar nicht mal, wo alle meine Gegner sind. Ich weiß nur, dass ich sie möglichst weit weg haben möchte. Nicht ein bisschen lauter auftreffen? Kann er nicht vielleicht eine Explosion machen oder so? Finde ich ganz cool, wenn er eine Explosion machen würde. Mit dem Ganzen sehr viel mehr Boom geben. Wortwörtlich. So, da rein. Weg hier. Ja, oh, schön. Toll. Ist aber auch natürlich nicht jeder gehört dort. Dann hat auch das nicht jeder gehört. Wenn ich es nochmal mache, hört das auch wieder kaum jemand. Ja. Das war meine Angst, dass da noch welche sein würden. Waren auch welche da. Wäre auch klar. Man kann die so schlecht zählen. Okay, da ist jetzt einer weg. Das ist so schwierig. Weil so viele sind auch. Nein, verklickt. Ich wollte Z drücken, nicht Leertaste. Ich wollte den Stein werfen, nicht klatschen. Nein. Nein. Okay, nochmal. So. Jetzt mal kurz hier hin. Eigentlich würde es schon reichen, wenn alle in der ungefähren Richtung sind, damit nicht so etwas passiert, dass sie mich kreuzen auf dem Weg zu einem Stein, den ich geworfen habe.
jetzt da offen? Weil vor, also beziehungsweise offen, sage ich, was ich meine ist, ist da jetzt ein Ausgang? Natürlich hört das jeder im ganzen Raum. Das sehe ich ebenfalls. Ich sehe immer noch keinen Ausgang. Okay, ich möchte es nochmal probieren. Die hier alle loswerden irgendwie. Dann nach hier hinten schleichen. Oh, hier ist noch was im Weg. Das hier hat etwas geöffnet. Also ich weiß, was es geöffnet hat. So. Also ich weiß nicht, was das hat. Doch, 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 natürlich bin Ausgang. Weil, man kommt ja sonst noch nicht zum Ausgang hin. Das ist schwierig. Na, das hat jetzt überhaupt nichts gebracht. So, und nochmal probieren. Wir müssen die am besten alle an einem Ort versammeln. Etwa? Ich glaube, jetzt sind sie alle an einem Ort. Haben Sie das gehört? Sie haben es nicht gehört. Hören Sie mich, wenn ich hier ins Wasser gehe? Hoffentlich nicht. Sie haben es gehört, aber zu spät. Und ich muss nochmal durchs Wasser. Groß ist der Schmerz. Okay, es ist aber auch nur einer. Korrigiere zwei. Korrigiere. Ich weiß nicht, wie viele es sind. Okay, jetzt ist hier einer, das weiß ich. Okay, jetzt ist die Frage, ob die mich hören, wenn ich hier hingehe. Wahrscheinlich hören sie mich. Also muss ich rennen, rennen, rennen. Okay. Hey! Hey, das ist mein Ausgang gewesen. Schnell hier rein. Die Wächter.
Man sieht hier nicht viel, aber ziemlich sicher, dass hier noch... Genau. Genau, das würde passieren, das wusste ich. Das wusste ich natürlich, das hier war nur ein Test, ob es auch wirklich passieren würde. Ich sehe zwei Schalter. Oben und unten. Okay, das Problem ist, dass die beiden sich nicht mehr bewegen, weil meine Steine gerade immer auf jeweils einen von den beiden treffen. Deswegen einfach quasi... Ja, einfach immer an den Stellen bleiben, wo der Stein das erste und zweite Mal auftrifft. Jetzt? So ein bisschen vor mir hingeschoben. Das ist etwas, was man mit Hausaufgaben oder so nicht machen sollte oder mit Arbeit, aber mit Feinden kann man das sehr gerne machen. Sie einfach ein bisschen vor sich hinschieben. So, ich müsste das doch jetzt irgendwann da oben, genau. Okay, etwas wurde geöffnet. Jetzt wieder ins Wasser zu gehen. Nein. Ich war noch im Wasser. Warum hat es wieder geplatscht gemacht? Warum? Okay, einer ist jetzt da hinten. Och komm schon, der zweite muss doch da auch irgendwie hinkommen. Ja, klar, natürlich, das passiert. Mann. Man denkt so, es ist so ein kleines Spielchen, so, ach ja, ist ja nur so, tja, so einfach gemacht und so, das kann ja nicht schwierig sein, es ist verdammt schwierig irgendwie, das richtig hinzubekommen. Jetzt sind beide da hinten. Hört ihr das? Ja. Gut, gut. So, keine Ahnung, was sich da jetzt eigentlich geöffnet hat. Das Problem ist, dass sie natürlich jetzt wieder hier sind, wo sie mich hören werden. Juhu. Oh je, oh je, oh je, oh je. Hier in die Ecke vielleicht beide. Das heißt nämlich nur einer. Da hören die mich natürlich auch. Ja, was ich mach den hier. Thank you.
Na, ich will jetzt wieder da in dieses Eck da hinten rein. Hier. Ach, hier ist schon der Ausgang. Ja, nee, zum Ausgang will ich die nicht haben. Moment, dann können die gerne wieder hier zurück. Oh Gott, wie hole ich jetzt den einen wieder hierher? Nicht so. Mann.